Holy Nerd. Wir sind hier live auf dem Japan-Tag 2012 und meine Emotionen sind ähnlich wie letztes Jahr, nur dass dieses Jahr mehr los ist. Doch wollen wir nun schauen, was sich so hier alles tummelt. Hier tummelt sich alles. Sie sehen Kamera. So, wir begeben uns jetzt Richtung Zentrum des Japan-Tages. Zu unserer Linken sehen wir viele Stände. Und ich keine Ahnung habe, was diese vertreiben. Was es auf der Gamescom in Köln nicht zu sehen gibt, findet man auf den Japan-Tag in Düsseldorf. Sonst hätte das Ding. Was immer das ist. Ja, aus der Sicht ist Band 1 von irgendwas nicht aussteigen. Nein, fang gleich mit 7 an. Aus dem Lenny muss ich gerne. Oh, irgendwas ja. So, hier sehen wir ein ganz grausames Bild. Die Bubble Tea Abhängigen haben sich hier versammelt. Das ist der. Sie sind also Bubble Tea abhängig? Ja, ich liebe Bubble Tea. Das ist so super. Aber mir ist das hier noch nicht lang genug. Die Schlange müsste eigentlich dahinten sein. Ich verstehe. Ein sehr schockierende Bilder. So muss das sein. Unfassbar, wie viele Leute sich gerade Umarmungen erschnurren. Jeder Dritte hat ein Free-Hug-Schild. Also wer zu Hause zu wenig Liebe empfängt, der kann hier am Japan-Tag 2012 sehr viele Umarmungen hintereinander bekommen. Das ist hier die Free-Hug-Abteilung.
Wir haben hier springende Mädchen. Das geht hier sogar noch weiter. Alle warten auf eine Umarmung. Es nimmt kein Ende. Es nimmt einfach kein Ende. Es nimmt wirklich kein Ende. Gewinn. Gewinn. Das lasse ich mal umkommentieren. Guck mal, die nächste Hack-Army. Hi. Gib mal die Mütze bitte. Oh mein Gott. Ich bin ein Junge. Das ist stimmt. Oh, bitte sag dir wackeln. Wiese Nummer 2. Gerrit, wie viele Umarmungen hast du heute for free bekommen? Ich schätze bis jetzt 12 bis 15. Ich hätte aber wesentlich mehr haben können. Ramon, du hast leider keine bekommen. Dann kam der